Hallihallo, liebe Freunde auf YouTube, hier sind wir wieder. In der letzten Folge hatten wir ja mit der Sippenfürstin gesprochen und jetzt hatte ich ja gesagt, dass wir uns hier um das Weingut kümmern. Da sind wir angekommen. Wir sind immer noch live bei Twitch im Stream. Und was jetzt? Wir rekrutieren einfach den nächstbesten Abenteurer? Hallo, hier bin ich. Und einfach so schenkt uns Auriel, was wir brauchen. Seid gegrüßt, Keroval. Ich bin Oberrechtsvogt Tanamir von der göttlichen Strafbehörde. Zumindest war ich das vor langer Zeit. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, aber vielleicht hättet ihr Lust, uns zu helfen. Was geht hier vor sich? Und ich heiße nicht Keroval. Wie ihr sehen könnt, hat hier ein Mord stattgefunden. Ach. Meine Schützlinge Lorne und Soravil kamen hierher, um in diesem Fall zu ermitteln, aber ich fürchte, sie haben womöglich nicht den richtigen Blickwinkel. Die Besonderheiten dieses Mordes... Verzeiht, ich bin zu vorschnell. Sie brauchen eine frische Perspektive. Eure, glaube ich. Ja, das können wir gerne machen. Was hätte ich denn zu machen? Ihr würdet die Rolle des Admanen übernehmen, des lauschenden Auges. Eine verheißungsvolle Rolle. Das Admanen dient als Mittler, der widerstreitende Theorien zusammenführt. Außerdem sammelt es Beweise, vernimmt Verdächtige und Ähnliches. Was sagt ihr? Ja, ich helfe euch, den Mord aufzuklären. Ich danke natürlich. Den Göttlichen, dass ihr helfen wollt. Dieser Mord lastet schwer auf uns allen. Das Opfer Halimorion war nicht sehr beliebt. Viele Einheimische erhoben das Glas nach seinem Ableben, aber der Mörder, der Geist des Grüns, das ist etwas ganz Besonderes. Wer ist dieser Geist des Grüns? Danach solltet ihr lieber Lorne fragen. Sie ist schon ihr ganzes Leben davon besessen, den Geist zu fangen. Der Umstand, dass er zurückgekehrt ist, schmeckt ihr ganz und gar nicht. Mehr kann ich nicht sagen. Meine Vorurteile sollen euren Eindruck nicht trüben. Als Admane soll man eine unverbrauchte Perspektive einnehmen. Ja, aber trotzdem, was könnt ihr mir über Lorne und Soravil erzählen? Sie sind die begabtesten Ermittler, die ich jemals ausgebildet habe. Soravil hat ein scharfes Auge und gute Instinkte für das Einschätzen von Leuten. Er findet die richtigen Knöpfchen, die er drücken muss, wisst ihr? Und Lorne? Sie hat einen Verstand wie ein Rätselwürfel der Dwemer. Ein Verstand wie ein Rätselwürfel? Für Lorne ist Logik eine Kunst. Sie bewertet all ihre Empfindungen mit kühler Präzision. Viele von uns verlassen sich bei der Lösung von Verbrechen zusehends auf magische Ermittlungen. Sie verlässt sich auf Klugheit und Intuition. Natürlich stellt sie dieser Fall vor einzigartige Herausforderungen. Was meint ihr mit einzigartige Herausforderungen? Lorne und Soravil entfremdeten sich voneinander, kurz nachdem sie den ursprünglichen Geist des Grüns schnappten. Es ist eine komplizierte Angelegenheit, zu der ich mich gar nicht äußern sollte. Belassen wir es dabei, dass dieser Fall alte Wunden öffnet und Lorne abgelenkt wirkt. Hoffentlich könnt ihr ihr helfen, klar zu denken. Wer genau seid ihr? Wie ich schon sagte, ich bin... war der Oberinquisitor der Hinterlatus-Abteilung der göttlichen Strafbehörde. Der Abteilung zur Aufklärung adoktrinaler Verbrechen. Vergebt mir, ich weiß, dass das für Neuankömmlinge ein ganz schöner Zungenbrecher ist. Ich habe mich vor einigen Jahrzehnten hier in Russafeld zur Ruhe gesetzt. Also eigentlich habt ihr gar nicht die Leitung hier? Nun, mir gehört das Land. Ich habe hier also noch mehr Autorität, als ich es als Oberinquisitor gehabt hätte. Außerdem genieße ich auch noch etwas von meinem alten Einfluss. Wahre Führungsstärke beruht nicht auf Titeln, Kerum. Hier auf Sommersend vielleicht keine sehr beliebte Meinung, aber nichtsdestotrotz wahr. Bevor ihr euch zur Ruhe gesetzt habt... Habt ihr da auch schon völlig Fremde zu Konstablern gemacht? Ha, gut gesagt. Ich mag mich zur Ruhe gesetzt haben, aber ich habe fast 3 Jahrhunderte mit der Untersuchung von Tatorten und dem Verhören von Verbrechern verbracht. Wenn es darum geht, Leute einzuschätzen, bin ich recht erfahren. Ich bin kein Heiliger. Lasst mich raten, Diebesgilde oder ist es die dunkle Bruderschaft? Beides. Ich will nicht so tun, als ob es mich beruhigen würde, wenn Verbrecher in diese Sache hineingezogen werden. Aber ihr seid kein gemeiner Schläger. Ihr nehmt eure Arbeit ernst. Und wer könnte ein Verbrechen besser aufklären als ein Verbrecher? Okay, ja, dann würden wir mal... Lorne, also hier Rubix, ne? Oder... Ihr werdet euch uns anschließen? Gut. Nennt mich Lorne. Es besteht kein Anlass für den Gebrauch blumiger Titel. Wir Altmeer haben ohnehin genügend Namen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Außenstehende eignen sich oft am besten als Admanen. Ein unverstellter Blick auf die Sache wird hier entscheidend sein. Mehr noch als sonst schon. Warum ist das so wichtig? Das ist eine lange und deprimierende Geschichte.
Eine, die ich nicht gerne noch einmal erzähle. Fürs Erste müsst ihr nur wissen, dass wer auch immer Halimorion ermordet hat, sich große Mühe gab, es wie die Arbeit des Geistes des Grüns aussehen zu lassen. Einen Mörder, den Soravil und ich vor Jahrzehnten fassten. Was an diesem Mord erinnert euch an den Geist des Grüns? Der Geist hatte eine gewisse Handschrift, um uns wissen zu lassen, dass er es war. Er tötete jedes seiner Opfer mit einem einzelnen Waldelfenpfeil ins Herz und legte dann ein Farnkraut über die Leiche. Das Farnkraut ist da, aber der Schuss war schlampig. Und der Pfeil ist von hochelfischer Machart. Das ist seltsam. Naja, dass er nicht richtig getroffen hat, kann vielleicht auch am Elder liegen. Also schon mal drüber nachgedacht. Was soll ich also tun? Ich muss mir die Leiche genauer anschauen. Könnt ihr den Weinberg durchkämmen? Wenn ihr etwas findet, dann blast in diese Pfeife. Es könnte sich auch lohnen, die Leute im Dorf zu befragen. Gegenüber einem Außenstehenden sind sie vielleicht offener. Durchkämmt die Wüste! Wieso kommt mir jetzt gerade Mel Brooks in den Sinn? Oh, ein Schotte. Was wollt ihr? Die Offenbarer haben mich schon vernommen und mich wieder laufen lassen. Ich wollte nur für den Fall hierbleiben, dass noch etwas Aufregendes geschieht. Haltet ihr das für aufregend? Ihr nicht? Der Geist des Grüns ist zurückgekehrt. Zeens rächender Champion. Natürlich bin ich aufgeregt. Diese Langbeine dachten, sie hätten ihn schon vor Jahren hingerichtet. Aber nun ist er wieder da. Bereit, die Gerechtigkeit des Waldes walten zu lassen. Ihr meint also, dass es Halimorion recht geschieht? Ihr seid hier neu, was? Ja. Halimorion war ein saftärschiger Schnösel. Mit der einen Hand gab er Waldelfen einen Klaps, mit der anderen begrapschte er sie. Der Geist des Grüns tat nur, was die Strafbehörde nicht geschafft hat. Zum Glück. Also hat Halimorion die Waldelfen schlecht behandelt, meint? Meint ihr, dass er deshalb ermordet wurde? Ermordet? Nein, hingerichtet. Hingerichtet von rechtschaffender Hand. Schaut euch nur um, Außenstehender. Ich wette meine Hörner, dass ihr Beweise für seine Missetaten findet. Das war schon lange überfällig. Hoffentlich nehmen sich die anderen langbeinigen Wichtigtue das zu Herzen. Was für Hörner? Also ich sehe ja so eine komisch gestylte Figur, aber Hörner? Okay. Wen haben wir denn da drüben? Zum Quaken. Der sieht aber ziemlich dünn aus. Wie jung ist doch mal was? Ah, ihr kommt zum Plappern mit Blabberbach? Blabberbach? Als die Mörder kamen, sah ich ihnen nach. Mörder? Ihr meint aber einen, oder? Blabberbach weiß, was Blabberbach singt. Seht ihr denn nicht, welchen Sinn er da bringt? Der Geist hat dem Winzer den Tod beschert. Doch selbst Geistern bleiben Freunde nicht verwehrt. Begreift ihr denn nicht, der Tod kommt als Paar. Für Freunde und Mörder ist Sieg und Niederlage wahr. Ihr wollt damit also sagen, dass der Geist des Grüns einen Komplizen hatte? Mörder und Opfer sind zwei, Juchai. Nicht fern ist der engste Kern. Aber Blabberbach blabbert zu lang, wie es scheint. Macht lieber schnell, sonst hören wir Geschrei. Ja, ich bin weg. Was? Achso. Trubadix! So, was hast du jetzt zu sagen? Das mit Halimorion ist wirklich schlimm. Ich hatte ihm gesagt, er soll seine politischen Überzeugungen nicht so offen äußern. Immerhin herrscht jetzt ein anderes Klima. Man muss darauf achten, was man vor anderen sagt. Andererseits ist es schon gut, einen Winzer von der Konkurrenz losgeworden zu sein. Er war ein Konkurrenz? Ich schätze, das macht euch zu einer Verdächtigen in seinem Mordfall. Oh, Schatz, da kommt ihr aber etwas spät, wenn ihr deswegen hier seid. Ich habe meine Aussage bereits bei den Offenbarern eingereicht und mein Alibi wurde dreifach bestätigt. Um ehrlich zu sein, ist der einzige Grund, warum ich noch hier bin, der, dass ich eines meiner Dienstmädchen suche. Eins eurer Dienstboten ist verschwunden? Ja, eine bezaubernde junge Waldelfin namens Faril. Ich habe sie erst vor kurzem angestellt. Sie arbeitete für den verstorbenen Halimorion, doch es gab wohl eine Art Zwischenfall. Ich kenne aber keine Einzelheiten. Wenn sie nicht mehr für Halimorion arbeitete, warum sollte sie denn hier sein? Den anderen Dienstmädchen zufolge kam sie oft hierher, um die Freunde zu besuchen, die sie zurückgelassen hatte. Sie nahm an den Abendessen der Bosmer teil, den mittäglichen Feiern im Weinberg, solche Sachen. Ich ermutige meine Mädchen, sich Zeit für sich zu nehmen. In Maßen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Dienstmädchen. Also habe ich das irgendwie falsch verstanden? Sollst du nur morgens das Frühstück machen? Oder wie läuft das bei denen am Hofe ab? Okay, falls ich sie sehe, werde ich sie ausrichten, dass ihr sie nach ihr sucht. Ihr seid mir ja eine Kirschblüte. Das wäre wunderbar. Passt auf euch auf, Kerum. Das ist Kerum. Außerdem muss an dem Gesöff liegen, der seine Hand hat. Kerum. Jetzt lasst mich doch mal durch hier. Lasst mich durch, ich bin Administrator. So. Oh, da ist was. Ein Pfeil. Was haben wir denn da? Eine Pfeife benutzen. Hat er jetzt eine Pfeife benutzt oder hat er seinen Finger gepfiffen? Noch eine Leiche. Reizend. Schön die Kiste draufgestellt. Blut auf Händen und Bluse. Aber keine Schnittwunden. Das passt nicht ins Muster. Der Geist tötet stets mit einem Bogen. Das war eine spontane Tat. Unerwartet. Vielleicht wehrte sie sich. Warum besteht ihr darauf, über diesen Dingen zu brüten wie ein Ephem? Ihr kennt das Todeserinnerungsritual. Es ist ein simples... Genug, Soravil. Es ist verboten, das wisst ihr. Atmanen, schaut euch doch einmal nach der Quelle dieses Blutes um. Ja... Quelle. Das muss doch hier irgendwo sein. Toll. Ich kann über diesen Weinberg laufen, ja, wie für einen Held. Nach hinten. Hier ist was. Eine blutbefleckte Sichel. Ja, mit. Sprech mit Lorne. Hättest du mal selber gucken können? Nase. Hätte ich jetzt hier nicht laufen müssen. Mann. Ich bin alt. Völlig außer Puste. So. Sag mal, kannst du nicht mal deine Kiste von der Leiche nehmen? Das ist pietätlos. Ihr habt etwas gefunden? Ich auch. Es sieht aus, als wäre Faril erdrosselt und nicht erstochen worden. Dieses Blut muss vom Angreifer stammen. Eine Sichel. Blut auf der Klinge. Sie muss sie benutzt haben, um sich zu verteidigen. Dieses Blut könnte der Schlüssel sein. Können wir das Blut an der Sichel verwenden, um herauszufinden, wer der Mörder ist? Das habe ich vor. Ich bin recht geschickt in der Alchemie. Ihr werdet überrascht, wie nützlich das bei meiner Arbeit sein kann. Ich habe mehr Mörder mit Fiolen und Destillierkolben gefangen, als mit irgendeinem Schwert. Mein Gatte sagte immer... Verzeiht. Stimmt was nicht? Ich schätze, es wird Zeit, dass ich es euch sage. Der Geist hat 17 Leute ermordet, bevor wir ihn gefangen haben. Sein letztes Opfer war mein Ehemann. Soravils Gattin beging Selbstmord, als sie davon erfuhr. Die beiden hatten eine Affäre, wisst ihr? Es war eine schwere Zeit. Wie bitte? Es geht schon, ich... Jetzt begreift ihr sicher, warum wir eine unbeteiligte Person brauchten. Genug. Gehen wir wieder an die Arbeit. Ich möchte, dass ihr Halimorions Villa durchsucht. Sie liegt südwestlich von hier. Er war unbeliebt. Wenn wir den Grund dafür herausfinden können, stoßen wir vielleicht auf ein Motiv. Okay, das werden wir natürlich tun. Das wird für die Villa sein. Da ist auch ein Wegschrein, den werde ich mir auf jeden Fall gleich mal holen. Wo ich was reitbar ja. Bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Oh, Hakel. Scheint dahinter zu sein. Wegschreine geben Erfahrungspunkte und man kann natürlich schnell reisen. Ja. So. Dann wollen wir mal in seiner Villa reingehen. Hamorions Villa. Willkommen. So. Regal leer. Verderbnis des Bluts.
ist... Was soll ich mit dem Sheet? Okay, Brief an Tara. Tanamir! So, okay. Und dann wollen wir mal wieder rausgehen. Ja, den Brief gefunden, aber ich werde irgendwas, was wir plündern können. Nee. Moment, Moment, Moment. Egal. Minz. Da ist natürlich hochelfische Bank geschwungen. Den nehmen wir mit. Hier ist ja sonst gerade keiner. Ich muss nur gucken, wo Dingens ist. Fällt mir gleich verhaftet. Du hast geklaut! Tut mir leid, ich wollte nicht eure Arbeit überprüfen. Ich kann im Gehen nur einfach besser nachdenken und das Blut köchelt noch im Destillierkolben. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich die Ergebnisse habe. Habt ihr in Halimorions Villa irgendetwas Verwertbares gefunden? Ich habe hier so einen komischen Brief gefunden. Wie sieht's denn damit aus? Soweit ich das gehört habe, waren die Anschuldigungen mit großer Wahrscheinlichkeit zutreffend. Dann war Halimorion also übergriffig. Natürlich. Natürlich. Die Mordserie des ursprünglichen Geists begann mit einem Hochelfenbauern, der sich an seinen Bosmer-Arbeitern verging. Die Einzelheiten dieser Ermittlung haben wir nie veröffentlicht. Das kann kein Zufall sein. Dieser neue Geist muss jemand Eingeweihtes sein. Jemand ganz aus unserer Nähe. Irgendwelche Ideen? Keine, die ich gern teilen würde. Jedenfalls noch nicht. Gehen wir fürs Erste von dem aus, was wir wissen. Die Waldelfen haben ein Motiv. Zoravil ging zur Hütte östlich von hier, um sich umzuschauen. Trefft mich dort und schaut nach, ob ihr was herausfinden könnt. Ich muss nachdenken. Okay, das werden wir auch tun. Nicht nachdenken, sondern dahin laufen. Ich brauche noch was Schnelleres hier. Ja, da können wir uns auch später drum kümmern. Stimmt, das ist ja auch Schmuckherstellung. Die ist ja jetzt auch mit aufgenommen worden. Da müssen wir auch mal schauen, wie das geht. Da habe ich ja noch überhaupt keine Teile gefunden. Geschweige denn überhaupt so ein Alchemietisch, hätte ich beinahe gesagt. So ein Handwerkertisch. Häuptling, es brächte mir keine Freude, unsere Offenbarer auf eure neue Heimat loszulassen. Aber ich tue es, wenn wir uns nicht hier umschauen können. Gut, aber nur einer von euch. Ich. Euer Partner, tut eure Arbeit. Dann lasst uns in Frieden. Drin. Nee. Okay. Wer seid ihr? Gehört ihr zur göttlichen Strafbehörde? Mein Gatte hat mich davor gewarnt, dass ihr hier vielleicht herumschnüffeln kommt. Ah, warum dachte er, dass wir kommen? Halimorion hasst uns. Er misshandelt unsere Kinder und versucht uns zu verjagen. Natürlich würden die Hochelfen uns verdächtigen. Und unser Sohn Kelan, er... Vergesst es. Bitte geht einfach. Wir wollen keinen Ärger. Wir wollen einfach nur in Frieden leben. Wenn euer Sohn daran beteiligt ist, könnte er in Gefahr sein. Ich will doch nur helfen. Ihr wollt wirklich nur für seine Sicherheit sorgen? Ja, natürlich. Nun, ich sollte das vielleicht nicht sagen, aber Kelan erzählt schon seit Wochen vom Geist des Grüns. Ihr wisst ja, wie das mit Kindern und ihren maskierten Helden ist. Ich dachte nicht, dass irgendwas daran gefährlich wäre. Aber jetzt? Glaubt ihr, euer Sohn könnte Halimoris den Tod verantwortlich sein? Nein, natürlich nicht. Er ist ein guter Junge. Ich meine nur, dass sein Interesse an diesen alten Legenden verdächtig wirken könnte. Läuft der Geist des Grüns außerdem nicht im Kostüm eines wahnsinnigen Jägers herum? Woher sollte mein Sohn denn so etwas kriegen? Seid ihr euch sicher, dass es nichts gibt, was ihr mir sagen wollt? Ja, ich bin mir sicher. Hört mal, ihr könnt euch nach Belieben umschauen. Versucht einfach... Wir sind einfache Mäher und wir haben nicht viel.
Halimorion mag ein grausamer Eiferer gewesen sein, aber keiner von uns würde ihn dafür ermorden. Ich schwöre es. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Wenn wir das schon tun sollen, machen dürfen. Eine leere Kiste. Und ein Tagebuch. Was haben wir noch? Geist des Grünen. Der Geist des Grünen. Sehr schön. Dann nehmen wir noch einen Zettel, den können wir nicht nehmen. Ich habe da was gefunden, ja? Und jetzt gehe ich petzen. So. Muss auch mal gesagt werden. Achso. Die Basma-Küche ist echt widerlich. Hast du da jetzt hingekotzt? Schwein. Ach da. So. Ich habe uns so viel Zeit erkauft, wie ich nur konnte. Ich hoffe, ihr habt etwas Nützliches gefunden. Ich habe dieses Tagebuch gefunden. Celan hat Halimorion umgebracht, ohne Zweifel. Sieht aus, als wäre er in nahen Schrein geflohen. Ein Schrein? Es gibt einen alten Ifre-Schrein westlich von hier, den Roten Tempel. Doch nach dem, was mir Tana mir erzählt hat, besucht ihn kaum noch jemand. Er ist voller wilder Tiere oder so etwas in der Art. Ich weiß nur von einem einzigen Eingang, einer Höhle in der Nähe. Folgt mir. Okay, ich komme hinterher. So. Ach da. Ja. So? Habe ich hier nicht. Okay. Gibt's hier. Ah, Katakomben des Tempels betreten. Gibt's hier keinen Lichtschalter? Verdammte Axt. Okay, so. Wir sollten uns aufteilen. Dieser kleine Scum soll uns nicht entwischen. Um diesen Spalt kümmere ich mich. Ihr durchsucht die andere Halle. Okay. Ist gut hier. Nein, halt! Ich habe alles getan, was ihr wollt. Jetzt nicht mehr. Ich bin kein Mörder. Ich wollte nur Fariel schützen. Wir hätten gemeinsam so schreckliche Wunder wirken können. Erbärmlich. Ihr hingegen. Ihr seid perfekt. Sagt Lorne ihre Vergangenheit, jagt ihre Gegenwart. Ja, sagt ihr das. Hätte ich ihn töten sollen können? Was? Was geht hier vor sich? Bin ich... Ihr wurde von einem Pfeil durchbohrt. Sagt mir alles, was ihr wisst. Rasch, bevor du stirbst. Der Geist warf mich an. Meinte, er würde mich brauchen. Er gab mir das Kostüm. Trug mir auf, so zu töten, wie er es tät. Halimorion hasste uns. Wollte uns umbringen. Ich weiß es. Nach dem, was er Fariel angetan hat... Fariel? Das ermordete Busma-Mädchen? Fariel ist tot? Oh Gott, ich... Ja, steht eine Kiste drauf. Ihr habt mich verflucht, oder? Ich habe nur Halimorion umgebracht. Ich schwöre es. Fariel war so lieb. Ich wollte, dass Halimorion büßt. Ich dachte, der Geist des Grüns wäre ein Held. Ich wollte, dass die Leute mich so sehen. Sag mir, wer der echte Geist des Grüns ist. Derjenige... der euch angeworben hat. Ich habe sein Gesicht nie gesehen. Er hat auch nie seinen Namen gesagt. Ich brauchte das nicht zu wissen. Ich hatte die Geschichten gelesen. Ich glaubte an ihn. Und er nahm mich ernst. Ich wollte nie... Mutter... Es tut mir leid. Celan? Okay, ist er tot. So. Den... Jagdpfeil. Abgeschlossen. Sprecht mit Soravil. Okay, liebe Leute, ist der hier? Er müsste hier sein. Ah!
Verdammt, zu spät gekommen. Ach, höher. Toll. Ah, wupa. Hab ich so viel Mühe gegeben. Hätte ich hier unten warten können? Du bist mir ein Held. Das Vieh müssen wir nicht noch killen. Oh, er steht hier am Eingang. Ey. Das ist ja... Da. Ich war zu langsam. Der verdammte Meer ist einfach an mir vorbeigeschlüpft. Groß für einen Waldelfen und flink wie ein aufgescheuchter Hase. Dann ist es also wirklich der Sohn des Häuptlings. Nicht ganz. Celan ist tot, ermordet von einem anderen Geist des Grüns. Wartet. Was? Was meint ihr mit einem anderen Geist des Grüns? Das Tagebuch, das ihr mir gezeigt habt. Hat Celan Halimorion nun getötet oder nicht? Er hat Halimorion getötet, aber erst nachdem er diesen anderen Geist des Grüns angeworben worden war. Was ist mit dem Waldelfenmädchen Faril? Hat er das auch getötet? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe den Pfeil, der ihn getötet hat, als Beweis mitgenommen. Vielleicht sagt Lorne irgendetwas. Ja, zeigt ihr diesen Pfeil sofort. Vielleicht kann sie Kelans Blut mit dem Blut an Farils Sichel vergleichen. Wir werden wenigstens feststellen können, ob Kelan Faril getötet hat. Ich komme nach, sobald ich kann. Okay, leb wohl. Wir raus hier. Okay, liebe Leute, das machen wir jetzt aber in der nächsten Folge. Werden wir mit Lorne sprechen. Wo müssen wir jetzt hin? Hier. Denn ich würde sagen, das reicht. Ich verabschiede mich von meinen lieben Zuschauern auf YouTube und auf Twitch. Sei es gesagt, nächsten Montag 20:30 wieder live hier auf diesem Kanal, The Elder Scrolls Online Somerset. Ich sag tschüss!